Wenn keine Platzmunition verfügbar war, sind wir gezwungen gewesen, Peng zu rufen. Stehen bleiben oder ich schieße. Peng, Peng. Ende 2022 fehlt der Bundeswehr Munition im Wert von 20 bis 30 Milliarden Euro. Verteidigungsminister Boris Pistorius will das Munitionsproblem mit mehr als 20 Milliarden anpacken. Allerdings erst bis 2031. Auch dieser Kommentator aus unserer Community erzählt uns Peng-Geschichten. Er ist aktiver Soldat bei der Bundeswehr und will anonym bleiben. Man schreit halt dieses Peng. Und da fühlt man sich dann wirklich wie der letzte Vollidiot. Und das Beste habt ihr noch nicht mal genannt. Na dann, mit eurer Hilfe recherchieren wir weiter. Hier sind vier Gründe, warum die Bundeswehr ein Krisenfall ist.